Ein herzliches Willkommen zurück auf den Straßen Europas. Ich glaube, ich fahre alleine. Ja. Hallo Brutzi. Hallo lieber Shadow, wir sind wieder zurück und es geht schon wieder so los. Wir rasten einfach nur aus. Einfach alles, was geht. Jo. Wir kennen das ja. Oh, meine Scheibenwischer sind irgendwie noch an. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. So, schauen wir erstmal, ob es einen Auftrag für uns gibt. Ja, machen wir doch mal. Und dann, wir müssen ja immer gleichzeitig aus der Firma rausfahren. Das kennen wir ja, das alte also, Spiel. Also, München-Nürnberg hätte ich, Stuttgart. Also die beiden, München-Nürnberg-Stuttgart. München-Nürnberg-Stuttgart. Dadurch, dass meine Dings noch nicht so weit ausgebaut ist, kann ich nur München. So kurze Dinger machen. Nee, sorry. Wo musst du denn hin? Grimsby in Großbritannien, Duisburg in Deutschland, Bratislava in der Slowakei oder Zürich in der Schweiz? Duisburg. Warte mal, wenn du nach Duisburg fährst, könnten wir über Nürnberg fahren, ne? Warte, kurz. Oder Stuttgart? Über Stuttgart wohl eher, ja. Gut, dann nehme ich einen Auftrag für Stuttgart an. Dann nehme ich Duisburg an. Guck mal, oh, da war ja wieder klar hier, genau den ersten, ey. Ja, so. Ihr könnt euch freuen auf Frauen und freuen auf neue Folgen. Ja, die Frauen können sich auch freuen. Auf jeden Fall, auf neue Folgen mit dem lieben Shadow. Wir sind wieder unterwegs, die Road Rage Truckers. Ihr wisst Bescheid. So, wir nehmen den Hänger dran. So, fahr ich vor, oder? Ja, do it. Auf jeden Fall schon mal den hier an. Und auf jeden Fall mal Licht. Licht ist immer gut, oder? Licht ist immer praktisch. Ich hoffe mal, das Lenkrad hört man nicht so, weil ich ja jetzt einiges seit der letzten Aufnahme umgebastelt hatte. Ja, also ich habe es gerade schon gehört, aber das ist bestimmt auch Einstellungssache. Oh, Alter, fahr weiter, ey. Warte ich, bis du auf der Straße ist und tucker hier mal ein bisschen langsamer voran. Ich fahre hier wie so ein Irrer, fahre ich hier los. Überhaupt keine Ahnung, wir haben das jetzt ewig nicht gespielt, muss man dazu sagen. Ja, knapp ein Jahr, ne? Ja, ein gutes Jahr, ich bestimmt. Ich glaube, Dezember letzten Jahres war die letzte Aufnahme. Ja, dann, dann kam irgendwie American Truck, das haben wir dann noch ein bisschen gezockt und, ich sehe, mein Tank ist gar nicht mehr so voll, übrigens. Ja, dann halten wir halt an der Tanke, ist alles stressfrei. Ich brauche noch Fluppen quasi. Ja, ich muss tanken, 2 Bier, 2 Schnaps, 2 Jägermeister und dann kann es losgehen. Jawohl. Ich fahre dann auf die A99 nach links quasi. Ja, genau, ich auch. Gut. So, jetzt bloß nicht umfallen. So, der Server ist etwas voller, das heißt, wir dürfen uns hier nicht gar so arschig aufführen. Ja, ich merke auch gerade, dass ich irgendwie kaum Sound an habe. Also verzeiht mir das. Vielleicht, wenn wir nachher beim Tanken stehen, versuche ich das noch schnell einzustellen, dass ihr wenigstens auch ein bisschen was hört. Oh, dann mache ich meine Radio-Playlist dann mit an. Ja, hast du eine Radio-Playlist? Ja, ich habe mir von Kevin McCloud so ein paar Musikstücke runtergeladen, wo ich mir dachte, ach, das passt bestimmt ganz gut zum Truck-Simulator. Da musst du mir auf jeden Fall mal die zukommen lassen. Ja. Das habe ich nämlich auch schon so Country-Rock-artig, einfach was so Trucker-mäßig passt. Die fahren auch mit Volksmusik. Ja, natürlich, aber Helene Fischer muss ja nun nicht immer sein, oder? Die ist auch Copyright und so. Ach so, meinst du, kriege ich dann Strikes oder wie? Durchaus, von Helene persönlich auf den Kopf. Oh ja, also gerne. Also machen wir das. Ich weiß ja nicht, wie schnell du fährst, aber du ziehst mir auf jeden Fall mal davon gerade. Achso, dann bremse erstmal. Guck mal, ich habe Rocket League Autos. Scheibenwischer wollen wir nicht. Dann habe ich hier noch einen Totenkopf. Fahr weiter, alles gut. Ja, ich gebe Gas. Da habe ich einen Totenkopf, da habe ich einen Kompass, eine Reisetasche, einen Laptop. Ich schaue mich gerade in meinem Laster ein bisschen um. Also Laptop ist auf jeden Fall sehr wichtig. Man braucht ja auch immer einen mobilen Zugang zum Internet und ne? Ganz klar. Ich komme jetzt gerade mit 130 an. Sehr gut, der Euro-2-Server, der hat die ganzen Restriktionen irgendwie nicht. Wie gesagt, ich komme jetzt gerade mit 145 an. Das war ja eine süße Hupe. Ach du Scheiße. Ich blende auch mal mein Navi ein. Was habe ich denn? 135? Ach du Scheiße. Oh. Ich dachte schon, du ziehst auf meine Spur rüber. Tut auch irgendwie. Ich ziehe auch rüber, aber... Aber ich habe gerade mal ein bisschen abgebremst, weil wir müssen es ja nicht übertreiben. Weil wir sind noch keine 20 Kilometer gefahren und ich sehe uns schon liegen. Oh, und da ist auf jeden Fall mal eine Tankstelle. Das ist aber die andere Seite.
Achso, fuck off. Ja, aber hier stand gerade 3000 Meter dran. So. Du ruckelst bei mir gar nicht. Ich habe überhaupt keine Leck, auch im Spiel so wie im Teamspeak. Ich habe dich jetzt mal großzügig, wie ich bin, vorgelassen mit 110 km/h. Boah. Ich schau mal so, auf, was ich ihn hochziehen kann. Ich fahre auf jeden Fall da raus, in 200 Metern übrigens. Jo, ich auch. Also gut. Knapp ich schau mal, was ich hochziehen kann. Ja, ihr seht, Euro 2 Server und alles wird noch chaotischer, weil wir einfach mehr Geschwindigkeit drauf haben können. Oh ja, so, jetzt fahre ich hier mal über die Wiese. Ja, ich tanke. Ich fahre mal über die Wiese. Ja, zu früh stehen geblieben. Das war so ein klassischer UFO. So, warte mal. Oh nein, mein Musikplayer. Was? Scheiße. Nein. Ich habe es im falschen Ort nicht. Ich habe die im American Truck Simulator nein, und nicht im Euro. Ach, egal. Da Fug. So, scheiße, jetzt ist meine Cola leer. dann gerannt. Steh schnell auf, hol dir eine neue, weil wir stehen ja eh gerade. Nee, ich kann ja nicht. Auch schnell. Was denn? Nee, passt schon. Ja, ich stelle ja gerade noch ein bisschen die Lautstärke vielleicht hoch. Achso, ich schau dir beim Tanken zu. Ja, mach das. Tanken ist immer geil. Soundeffekt, Lautstärke. Tun wir mal ein bisschen hoch hier. Warte mal, ich könnte mich auch mal halb ordentlich hinstellen. Ich hoffe, das muss ich jetzt irgendwie rausschneiden. Was denn? Ich mache gerade Musik an. Und das muss ja nicht sein, dass jeder mein hier sieht, was ich hier filme. Was ich hier so hab. Und so. Verstehst? So. Ich weiß nicht, wie der kommt. El Faros. So, wie mir können wir weiter. Achso, ja, warte. Dann stelle ich mich nur ordentlich hin. Wie ordentlich hinstellen. Willst du jetzt noch Cola holen oder nicht? Nee. Ich wollte mich jetzt nur ordentlich hinstellen. Ach, guck mal, der Typ, den wir gerade überholt haben, der steht da vorne. Derp. Derp. Ja, wer auf jeden Fall Eurotruck Simulator folgen mag, der soll doch mal bitte nach Mercelli 88 gucken. Der macht ziemlich geile Idiots on the Road Folgen und dann weiß auch jeder, was wir mit Derp meinen. Ziemlich lustig. Und, ich fahre hier runter? Ja, ich auch. Und ach, schaut doch einfach mal bei ihm rein. Der ist echt cool. Der hat jetzt so 86 Folgen mit Eurotruck Simulator 2 Idiots on the Road und ist ziemlich lustig manchmal. Ja. Vielleicht kommen wir da auch irgendwann mal mit rein. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, eventuell, dass wir ihn mal sehen, aber... Ich glaube, es sind so circa 2000 Spieler jetzt gerade hier auf dem Server online. Mehr. Also als ich mich angedockt habe, waren es glaube ich 2,2 von 2,6. Ja, ich sag ja genau, ein bisschen mehr wie 2. Wenn ich meine... Ich sehe schon, der Shadow liegt demnächst. Ich versuche noch hier mit 99 km/h relativ gesittet um die Kurven zu fahren, aber das kennt der Shadow nicht, ne? Der ist da eiskalt. Straße Socken? Drauf den Socken. Wenn ich meine Ausschläge so angucke, ich muss nach der Aufnahme erstmal gucken, ob die Soundqualität denn so halbwegs passt. Weil nicht, dass ja, man das sehen wir dann. Hört. Ja, na, wir werden ja sehen, ob diese Aufnahme für die Tonne war oder nicht. Nachdem ich ja gerade wieder für erheiternde Stunden gesorgt habe, wo wir 2 Stunden versucht haben, irgendein Spiel aufzunehmen. Naja, ja. Steckst du nicht drin, weißt du doch. Ja, das ist dieses PC-Ding, weißt du? Bei der PlayStation 4, da machst du einfach Disk rein und dann geht. Im Normalfall, wenn du nicht noch x Gigabyte Update laden musst. Ja, und die Updates dann auch noch langsam laden, weil es ist Release-Tag und die Server sind überlastet und etc. pp. Oh, ich habe die 150 geknackt, 151. Was? 152. Ach so, km/h. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Aber ich habe auch das Gefühl, die kippen hier langsamer wie in auf dem anderen Server. Wir haben bis jetzt noch nicht so krasse Kurven gehabt, ne? Ja, wir fahren aber auch 130 anstatt 90. 153. Ja, okay. 154, also der zieht aber ganz schön. Ja, 134 habe ich jetzt. Ich glaube, ich riskiere es einfach mal ein bisschen zu zeigen, was der hier kann. Mit seinen 760 PS. 156, jetzt kommt eine Abfahrt, bremsen. 109, 141, 142. Jawohl, das läuft. Musst du hier runter, Stuttgart, ne? Ja. Ich komme mal mit einfach. Ich sehe dich zwar nicht mehr auf dem Radar, aber ich fahre Stuttgart einfach mal runter. Jo. Oder willst du gucken, ob du was nach Duisburg hast? Dann fahr ich weiter. Ich schau dann da gleich, ob ich einen Auftrag habe. Dann fahr ich weiter. Wenn du dann mit, keine Ahnung, 110 oder was weiter tuckerst, müsste ich dich hier einholen. Ja, ich fahr mit 80 oder so weiter. Oh, da kommen welche drauf.
Die ja. geben mir jetzt schon Fernlicht. Sehr nett von denen, übrigens. Danke. Mal ein bisschen konzentrieren, dass wir hier die Spur halten. Die Jawohl, Spur. Danke für den Hubgruß. Hallöchen, Sniper. Hä? Hallo. Achso, können die mich jetzt auch in-game hören? Weiß ich gar nicht. I don't know, but try it. Ich glaube, da musst du auch eine Taste drücken. Gibt's Push to Talk? Bestimmt. Also. Wäre ja mega nervig wie bei GTA 5, wenn du die ganze Zeit labern hörst und 80% einfach so Russen-Polen-Kiddies sind, die die ganze Zeit auf Bliat, Bliat, Zucker, Bliat reden und du denkst dir nur... Ich sehe hier leider gar nichts. Oh. Ja, ist doch auch gut. Da steht ein Auto. Ach ja, es gibt ja jetzt mittlerweile Autos, ne? Genau, stimmt. In American Trucks... Das liegt auf dem Dach, das steht nicht. Das liegt auf dem Dach. Okay. Sehr lustig. Ja, es gibt Autos. Die aber, glaube ich, dasselbe, die selbe Collision Zone haben wie die LKWs. Also es sind eigentlich nur LKW, ein anderes LKW-Model, was noch so ein bisschen unausgereift ist. Aber es ist ganz cool, weil in dem Multiplayer, ja, wie viele nicht wissen, findet ja kein NPC-Verkehr statt. Und dann kann man das so ein bisschen simulieren oder kann für Konvois kann man sich auch ein Leading-Fahrzeug quasi, ein leitendes Fahrzeug besorgen. Ja, ist ganz cool. Müssen wir mal schauen, wann wir uns das erste Auto krallen und dann ab auf die Rennstrecke, würde ich sagen. Ja, gibt's das in Europa eigentlich, die Rennstrecke? Das weiß ich nicht. Die Map ist ja so riesig im Vergleich zu American Truck Simulator, das kann ich dir absolut nicht sagen. Ja, ich denke mal noch. Ich denke mal, die werden den ATS auch ordentlich aufstocken. Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe davon aus, dass Amerika lieber sein wird. So. Fahren. Dann schauen wir gleich mal, was der hier für Angebote hat. Ja, do it. So. Richtung, das ist Zürich, falsch. Frankfurt. Musst du mal gucken, ich habe das jetzt nicht so ganz auf dem Plan, wie die Karte aussieht. Ja, ich fahre erstmal nach Frankfurt. Ist das so in meine Richtung so ein bisschen? Ja, da muss ich quasi nur noch nach links. Oh, läuft bei dir. Ich fahre, wie gesagt, mit 80 circa im Schnitt. Ja, mal gucken, ob ich es schaffe, dich einzuholen. Ja, vorausgesetzt, du hast dieselbe Strecke, ne? Da müssen wir ja auch. Kann ja sein, dass du jetzt quasi eine andere Strecke fährst. Aber ich habe ja keinen Stress, bis mich der liebe Shadow wieder eingeholt hat. Wobei ich eigentlich schauen sollte, dass ich möglichst viel Abstand zwischen mich und ihm bringe. Das klingt jetzt aber böse. Das klingt jetzt aber böse. Wir wissen aber ganz genau, warum ich das sag. Nein. Ein harter Assi voraus und so. Da können wir ja nichts dafür, dass der so doof war. Ja, da kannst du nichts dafür, das ist richtig. Ich hätte vielleicht einfach ein bisschen früher bremsen sollen, aber das war was anderes. Na, er hat das einfach in dich reingeleckt, das war halt so. Ich mag das, wenn man in mich reinleckt. Das hatten wir vorhin schon mal, dieses Thema. Ja, irgendwie schon, ne? Oh, dieser Sonnenaufgang, wie die Sonnenstrahlen in mein Cockpit reinscheinen. Weltklasse. Einfach nur schön. Ah, ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren, wir wollen mit dem Shadow ja nicht davonfahren. So, ich werde gleich überholt. Ich fahre jetzt auf die Autobahn auf. Oh, der leckt hart an mir vorbei. Na doch, ging. Alles klar, kannst rein. Was ist denn mit dem? Spasti. Hat er dich weggerammt oder was? Nee, der ist vor mir gefahren und hat gebremst. Ja, na, Idioten halt. Das ist halt, weil der Euro 2 Server diese ganzen Regeln vielleicht nicht so scharf hat, ne? Aber es sind einfach mal wesentlich mehr Spieler drauf und deswegen sind wir jetzt auch hier gejoint. Vielleicht spielen wir nächste Mal wieder auf dem Euro 1 Server, einfach nur, weil es ein bisschen realistischer ist. Boah, aber das werden wir sehen. Der fährt entgegen der Fahrtrichtung. Also, ich hatte noch keinen einzigen Idioten jetzt. Ja, ich hatte den Idioten gerade. Der hat wohl mich erwartet, aber da kam dann zum Glück noch ein anderer. Ja. Der andere hat geschrieben, ist auf Video, goodbye. So, jetzt komme ich natürlich nicht mehr auf die Geschwindigkeit, weil der hat mich 43% Schaden gekostet. Der Ach, leck mich am Arsch. Ja, ich weiß gar nicht, wie man dieses Player-Menü aufruft. Da müsste man vielleicht mal gucken. Ja, ich einfach, weiß es nämlich ehrlich gesagt auch nicht. Können. Das wäre einfach mal ganz gut, dass man weiß, wie man die Player reporten kann und
Ist, glaube ich, auf dem Euro 2 Server gar nicht so schlecht, das zu wissen. Ja. Ja, wenn ihr es wisst, wir aber noch nicht, schreibt es doch einfach beim Chat oder bei mir in die Kommentare. Der Chat und ich, wir reden ja ab und zu auch privat ein bisschen miteinander, dann kriege ich die Information natürlich auch zugespielt. Ja, über die Anwälte läuft das dann ganz gut. Ja. Das ist Scheidung. Achso, das durfte ich ja nicht sagen. Nee, das geht ja um Content-ID-Ansprüche und so. Achso, ja. Stimmt. Wenn ich dir wieder deine Ideen klaue, ist ja richtig. Ja. So, jetzt zieht er zumindest langsam, es geht bergab, jetzt zieht er zumindest langsam mal wieder auf 120 hoch. Jawohl. Oh, er schafft nur noch 120, so ein Scheißgerät. Motorfehlfunktion. Ja, wären wir jetzt UFO, dann würden wir in die nächste Leitplanke fahren und sagen, Scheiße, was ist denn das für ein Kack hier? Ja, nee, einfach das Gas durchhämmern. Ja, und in diesem Sinne, liebe Grüße an den lieben UFO. Und der weiß ja, ich mein's nicht böse. Bei UFO kann man einfach nicht böse sein. Nee, er kann uns auch einfach nicht böse sein, wenn wir ihn ein bisschen aufziehen wegen seinen LKW-Fahrfähigkeiten. Naja, er zieht uns doch auch auf. Ja, und wenn ich von Fahrfähigkeiten spreche, dann bin ich ja schon wieder mehr als gütig und freundlich zu ihm. Ach, du hast ein Sarkasmus-Schild bei dir vorne drin. Jetzt macht das ja, Sinn. Ja, ja, ja. Also, einen Moment, ich schalte mal kurz um. Da, Sarkasmus. Oh, wie kann man eigentlich die Nummernschilder abändern? Ja, das, wenn du mich fragst. Weil der Marcelli zum Beispiel, der hat ja Recording auf dem Nummernschild stehen. Nee, der hat auch ganz oft Marcelli 88 drauf. Achso, du meinst hinten die Nummernschilder? Ja, ja. Ja, vielleicht ist das eine Mod. Das kann ich nicht sagen. Ja, das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ja. Ja, da wir ja alle Brutzler MP, LP und Shadow LP bei uns drin stehen haben, weiß ja jeder, dass wir weltbekannte Let's Player sind und einfach. Ich habe gar kein Schild bei mir vorne drin, weil ich keins kaufen konnte. Ja, das ist natürlich mies. Ärgerlich. Oh, was macht er denn hier, der Idiot? So, wo bin ich jetzt vorbei? An Ausfahrt Stuttgart, geht weiter nach Richtung Kassel. Ich fahre hier immer geradeaus quasi. Ja, ich sag mal, wenn die Folge hier rauskommt, dann das ist ja wieder so spezielle Situation. Dann bist du aber ja fast schon wieder, bist ja fast schon wieder da. Richtig, ich bin fast schon wieder zu Hause, weil ich gehe diesmal auf Tournee, nicht der Brutzi. Das letzte Mal hatten wir ja in der Aufnahme deine Verabschiedung quasi. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie reichen wir uns immer so die Klinke in die Hand, was echt ein bisschen schade ist. Ja, aber ich muss sagen, zum Glück finden wir noch Zeit zum Aufnehmen, ne? Ja, ich bin froh um jede Minute, die wir zusammen haben. Das klang jetzt irgendwie so ein bisschen falsch, aber irgendwie auch nicht. Das klang exakt so, wie es klingen muss. Ja, genau. Jetzt hätte ich fast den Unfall provoziert. Und warum? Weil ich keinen Schulterblick gemacht habe. Wie schnell bist du unterwegs? Mit jetzt gerade 93, aber normal eigentlich langsamer. Ich will ja nicht wegfahren. Ich hab's ja nicht so eilig. Also, wo musst du hin? Ich fahre gerade nach Frankfurt. Ja, da ist ja gerade hier die Ausfahrt gewesen. Ah, dann zu der Ausfahrt komme ich gerade. Ja, ich sehe dich noch nicht anschießen. Warte, jetzt bin ich am Blitzer vorbei. Ja, das ist noch, das dauert noch. Nee, weil ich fahre jetzt ab. Ja gut, dann bist du eine andere abgefahren, wie ich jetzt gerade vorbeigefahren bin. Richtung Nürnberg, aber, Frankfurt. Ja, da, ich habe nur eine Frankfurt-Ausfahrt gehabt, aber ich habe auch noch 250 Kilometer. Das heißt, du kannst in Ruhe deinen Auftrag abgeben, kommst dann nach Duisburg und vielleicht trauen wir uns ja mal wieder nach Engeland. Nach Engeland? Ja, wenn ich hinkomme, ne? Ist die Frage. Ich habe ja noch keinen Fernfahrten. Ja gut, wir können ja einfach hinfahren. Ja, aber muss sagen, nachdem der liebe Shadow seinen Rechner auch auf Windows 10, glaube ich, umgestellt hat, war das mit diesen Safe Games wieder diese übliche leidige Geschichte. Ja. Und jetzt bist du umgefallen? Fast. Na, fast ist sehr gut. Ja, wie ihr kennt's ja. Safe Games, neues Betriebssystem, Spiel deinstalliert. Ihr müsst euch nicht wundern, warum Rocket League bei mir momentan vielleicht in komischen Abständen kommt, aber ja, ich versuche das gerade ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Rocket League läuft bei mir gerade überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Das kann momentan nicht am Internet liegen. Ich habe die Vermutung, dass es vielleicht am USB-Port liegt.
Aber bis zu dieser Folge hier habt ihr schon wieder viele andere Folgen gesehen und ich hoffe, die gefallen euch. Und ja. Und das Schöne ist, wenn ihr die Folge seht, ist der Shadow fast wieder da. Das heißt, es gibt neue frische Folgen, neuen frischen Content. Mit von was Shadow. Auch immer. Vielleicht. Von was auch immer, was bis dahin auch wieder released wurde. Und vor allen Dingen eventuell auch mit dem Shadhawk, der jetzt gerade auch nicht da ist. Ja. Also jetzt bei dieser Aufnahme, einfach nur, weil er jetzt gerade einfach weg ist. Ja. Der hat nämlich den American Truck Simulator, soweit ich weiß. Und vielleicht fahren wir da bald im Dreier-Konvoi. Ja, mal gucken. Wäre ja auch irgendwie cool. Was erzählt der, Alter? Halt doch einfach die Fresse und lass mich da rein. Was denn? Ach, irgend so ein Typ, der mich Lockiert hier zuschaut. Nee. Oh, Gottchen. Ey, vielleicht will er auch mal auf YouTube. Dann hat er jetzt seine 5 Minuten Fame. Ja, genau. Ich verstehe zwar keinen Mensch auf diesem Planeten, aber willkommen. Ach so, redet der im Voice Chat, oder? Ja, ja. Ach so. Die liebe ich ja. Das sind auch immer die ersten, die ich in GTA 5 zum Beispiel stumm schalte. So, ich hoffe mal, ich blockiere ihm jetzt nicht die Sicht, aber das wird wohl zwangsläufig passieren. Ach du, ist doch völlig wurscht, ganz ehrlich. Was zählt, sind wir. So, diesmal fahre ich ein bisschen früher raus zum Überholen. So, für das, dass der am Anfang so scheiße stand, kommt er jetzt doch ganz gut rein. Ach, du packst wieder selber ein, ne? Natürlich. Ach so, bei Eurotruck müssen wir selber einpacken. Ja. Da war ja was. Ich weiß gar nicht, wie das auch bei American Truck im Multiplayer ist. Ja. Fuck. Da war ja diese Sache mit dem selber einparken. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum der UFO keinen Multiplayer spielt. Ja, ist schon ein bisschen her. Ich bin gespannt, wie ich mich anstellen werde. Wahrscheinlich werde ich wieder in Rage-Mode anstellen und dann einfach das Ding da irgendwo hinstellen und sagen, hier, packt euch das selber ein. So, fahren. Ich fahre jetzt nach Duisburg über eine Werkstatt am besten. Ja, kannst ja entweder bei dir jetzt direkt fahren, dich reparieren und dann nach Duisburg fahren oder du fährst nach Duisburg und reparierst dich da. Duisburg. Alter, das ist schon noch ein Stück Strecke nach Duisburg. Ja, ich habe noch 140. Ja komm, halt die drück jetzt auch mal ein bisschen den Turbo, weil wenn du ohne Anhänger, also wenn du mit Anhänger schon über 150 fährst, dann gehe ich mal davon aus, dass du jetzt mindestens 170, 180 fährst. Keine Ahnung, ich versuch's. Also ich habe jetzt 125. So, meine Chance. Überholen! Feuers! Nein, bitte nicht! Nee, der ist gerade ein bisschen weit links gekommen, aber das könnte an dem kleinen Deck gelegen haben. Na. Oh, was macht denn der da? Blockiert er jetzt die Auffahrt oder was? Na, kommt man noch durch. Also 156. Ja, ich habe halt, ich glaube nicht, dass ich auf der Autobahn jetzt da noch ein Dings finde, eine Werkstatt. Eine, ja. Ach so, du hast dich nicht repariert in Frankfurt? Nein. Ärgerlich. Naja. So, dann schauen wir mal, was die Rüffel herbringt im beschädigten Zustand und dann können wir erahnen, was es denn so normalerweise bringt. Ich habe jetzt 288 Kilometer bis nach Duisburg. Ich noch 73 und fahre jetzt dann ab. Wenn ich die Ausfahrt hier noch kriege, ja. Oh, Motorfehlsfunktion bei 136. Verdammt! Peinlich. Wenn da der Servo aussetzt, hast du ein leichtes Problem. Kommt ein Auto angeschossen? Wichser! Hat er dich kaputt gemacht? Hat mich gerammt. Was ein Assenkopf. Ja, wenn man jetzt wüsste, wie man auf das Player-Menü zugreifen könnte. Na.
Also Y ist auf jeden Fall von Manschetten, glaube ich. Ja, Y ist Chatten. Ah, ich glaube, ich fahre mich jetzt gleich zu einer Werkstatt. Was könnte man denn denken, was es ist? Werkstatt. Oh, ich weiß, was es ist. Tab. Tab. Wenn du Tab drückst, dann kommst du in das Player-Menü. Okay. Dann kannst du sie reporten. Werde ich dann machen, aber jetzt ist es zu spät, er ist zu weit weg. Ja, das ist es. Die musst du in der Nähe reporten. Also wenn sie zu schnell ausloggen, dann ist auch zu spät leider. Na. So, ich bin repariert. Ja komm, schalt auf grün um. Blöde Ampel. So, ich habe keine Ahnung, wo ich Eigentlich wollte ich wieder mit Facecam aufnehmen. Aber das hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen müsst ihr meine grässliche Fresse jetzt nicht sehen. Seid froh. Ich gönne euch diesen Tag ohne mein Gesicht. Wobei sich der Shadow gefreut hat, glaube ich. Hätte. Ach, bestimmt, ist immer lustig, dir zuzugucken. Ja, ich bin da nicht so her über meine Gesichtsäußerungen. Lähmung. Emotionen. Gesichtsentgleisung. Whatever. Oh, ich bin wieder in Frankfurt. 270 genau. Kilometer bis zu dir. Again. Naja, aber jetzt bin ich voll repariert. Jetzt kann ich hier Gas geben. Jawohl. Und weich den Autos aus. Naja, die sind halt ein bisschen schneller wie ich, ne? Ja, oder Reporter halt. Ja, genau. Das werde ich machen. Kräftig reporten. Oh, knapp an der Linie angehalten. Respekt. Respekt for the brakes. Okay, der fährt einfach drüber. Was hier für Leute gibt. Ja, wir müssen uns das mal überlegen, ob wir auf dem Server bleiben oder ob wir vielleicht auf den etwas leichter besiedelten Euro 1 Server wechseln. Na, wenn hier mehr so Spasten unterwegs sind. Ja. Jawohl, der war cool. Ich habe bis jetzt nur ziemlich coole Leute getroffen. Lichthupe und Hupe so. Das war so das Schlimmste, was sie mir gegeben haben. Oh, irgendwie, die Kreuzung hier kommt mir bekannt vor. Wer die Marcelli-Videos kennt, der kennt auch diese Kreuzung. Ja, das ist die Kreuzung. Das ist die T-Kreuzung. Jawohl. Sehr geil. So, dann schauen wir sind auf jeden Fall gleich in Duisburg. Ich habe noch 4 Kilometer. 244. Werde dann selbstverständlich in Duisburg auf dich warten. Ja, mal gucken, was das Ding hier losbricht. Erster Aufenthalt in Duisburg mit 90 km/h. Kann man auf jeden Fall mal Hallo sagen. Hallo Duisburg. 161. Jawohl. Also ich möchte, dass du die 200 knackst. Ich gebe mir Mühe. Nee, ich glaube, bei 162 ist, glaube ich, Schluss. Ah, na, 163. Halt die für ein Gerücht. Ja, stimmt, jetzt steigt er wieder. 65, 66, jawohl. Und da kommt eine Kurve. Ich möchte nicht wieder nach Dingsbums abbremsen. Ich möchte mal meinen durchschnittlichen Spritverbrauch sehen bei der Geschwindigkeit. Huiuiui. Na, solange keiner da ist, kann ich ja alle Spuren nutzen. Ja, das ist richtig. So, wieder Spitzengeschwindigkeit von 166, 67, gucken, wann er aufgibt, 68, Dach. Dach? Nein. Wäre aber lustig, okay. So Geschwindigkeitsrekord so 66, 67, 68, Dach. Ja. 154 Kilometer. Echt, oder?
174. Brachiale Power. Okay, jetzt wird er wieder langsamer. Also mehr wie 170 geht, denke ich mal, auf einer Geraden nicht. Okay. So, ich bin gerade am Einparken. Die Leute können sich hier lustiges Einparken angucken. A lot of fun. Vielleicht schaffe ich es ja noch, bevor du eingeparkt hast, bei dir zu sein. Oh, nee, ich glaube nicht. Der kam jetzt echt ganz gut. 113 Kilometer. Nee, ich bin drin. Es ist grün. Ach so. Ja, war ziemlich gut jetzt. Habe ich ganz schön geil gemacht. Ausgezeichnet, sagt er. Ausgezeichnet. Mr. Burns. Fortfahren. Fahren natürlich weiter. Wir drücken die 1. Soll ich bei der Firma hier direkt auf dich warten oder wollen wir woanders hinfahren und gucken? Du könntest bei der Firma warten, weil wir sind dann nämlich auch am Ende von der Folge. Ja, dann warte ich auf dich und dann beenden wir die Folge und dann beginnen wir in der nächsten Folge. Direkt hier in Duisburg. Jojo. Keine Ahnung. Nee, die hat sogar Aufträge. Was ist das für eine Firma? L irgendwas. Shit, bremsen. Huaha. Ich seh's nicht. Das war knapp. LKW. Ja, easy going. LKW heißt die Firma. Ach du Scheiße, das kann ich mir nicht merken. Nee? Okay, ich sag dir das, wenn du da bist nochmal. Motor aus, wegen Spritsparen? Wegen Spritsparen? So. Natürlich. So, 57 Kilometer. Die 200 Kilometer, wenn du echt mal so runterbrechen könntest, ne? Ja. Das wäre schön. Ach komm, scheiß auf rote Ampel. Da steht keiner. Ach, jetzt weiß ich, welche Kreuzung du meinst. Die T-Kreuzung. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe noch nicht mal Kohle zahlen müssen, weil ich über die rote Ampel bin. Ich war wahrscheinlich zu schnell für den Blitzer. Too fast. Too furious. Too LKW. Ja, und ihr kennt es mittlerweile in den Folgen. Ich warte auf den lieben Shadow. Wiedersehen. Tja, so ist das, wenn man einen Hänger hat, ne? Kannst ja aber nichts dafür. Schön beim Ampelrennen abgezogen. Jawohl. Welche Taste ist denn für diesen Teamchat? Also, dass man in weiß ich nicht, aber ich habe dich auf jeden Fall jetzt schon drin mit 600 Metern, die du noch hast. Jo. Habe ich dich schon im Player-Menü gleich mal reporten? Wie schnell bin ich denn jetzt? Also, wie weit habe ich denn jetzt noch? Weil ich sehe, wo du bist. Jetzt stehst du bei mir mit 285, 270. Mach dir wieder die Rundumleuchte nur für dich an und gib Fernlicht. Oh, knappes Ding. Oh, ich sehe einen grünen Punkt. Irgendwo da drüben. Ja, ich stehe an der Ampel. Ja, ich sehe es. Und da fährt einer voll auf dich drauf. Nee, der ist an uns vorbei. Nee, vorbeigefahren ist er. Derp. Und irgendwo gegen. Ja. Derp. Ich sehe es auf dem Radar. Da kommt der nächste angeschossen. Alter, wie das aussieht im Radar. in der Map. Da kommt er angeschossen, der liebe Shadow. Guten Tag. Hallöchen. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss. Tschüss, Sikorski.